Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Und jetzt haben wir die belastenden Beweise schon platziert, haben den Private umgelegt und wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Zug in die Luft sprengen oder zumindest die Bombe platzieren. Habe ich denn überhaupt noch Stealth Boys da? Ich glaube, die habe ich ja neulich alle verbraucht. Right away. Ich habe sogar noch einen. Schauen, ob ich den dann nachher noch einsetzen muss, schrägstrich kann. Und ich schaue mal, wo mich der Questplot jetzt hinführt. Ich bin jetzt also wieder im Terminal drin. Und muss dann hier hinten raus. Okay. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Der James Hu. Ich schätze mal, ich muss dann auch wieder eine... ich gehe mal auf die lokale Karte. Ja. Wieder nach oben. Und... Halt! Nur RNK-Personal. Jetzt habe ich ihn. Okay, das lief jetzt nicht so wie gewollt. Dann weiß ich schon mal Bescheid, wie ich es nicht mache. Ich lade gerade noch mal schnell. So. Da schaue ich mal, wie ich mich da jetzt am besten dran vorbeischleiche. Moment, da hinten war's. Vielleicht finde ich da ja in dem Räumchen hier nebenan noch irgendwas Nützliches. Oder ich hätte mir die in Uniform nehmen können. Naja, hier erstmal noch Zeug mitnehmen, auch wenn es jetzt nicht so viel war. Und ich versuche es jetzt, warte mal, erstmal ein Quicksave und jetzt versuche ich mal den Stealth Boy. Bewege mich mal noch langsam fort. Schön leise. Und guck mal, ob ich jetzt hier... Nur RNK-Personal darf passieren. Durchkommen. Ich bin doch noch versteckt. Na, es scheint zu funktionieren. Gut, damit hätten wir das geschafft. Stealth Boy sei Dank. Jetzt müssen wir hier nur noch die... Die Bahn fährt gleich ab. Bitte bleiben Sie von den Türen zurück und achten Sie auf Ihre Kinder. So, dann laufen wir mal hin, gucken noch mal zu. Oh. Tja. Das war's. Ich schleiche mich jetzt vorsichtshalber noch mal zurück. Man weiß ja nie.
Das scheint noch zu funktionieren. Ja, hat funktioniert. Gut. Ah, und gerade rechtzeitig. Und jetzt sollen wir... Genau, Colonel Sue Bericht erstatten und den Private belasten. Alles klar, dann werden wir das mal tun. Ja, was ist? Ganze Menge. Ich weiß, wer die Einschienenbahn in die Luft gesprengt hat. Was? Wer? Ich habe es gemacht, kurz bevor ich den Colonel umbrachte. Auch schön, aber wir machen es lieber mal so. Private Crenshaw, er ist jetzt tot. Crenshaw, hab ihn mal getroffen. Bei einem Disziplinarverfahren. Trotzdem schwer zu glauben, er war so ein aufgeweckter Bursche. Er hat mir alles gestanden, bevor er starb. Er benutzte das Wort Frumentarius. Ich weiß nicht, ob wir da den anderen mit belasten. Ich sag mal lieber hier, er hat mir alles gestanden, bevor er starb. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Spracherfahrungspunkte. Klingt nicht besonders glaubwürdig. Das ist nicht die Lösung, nach der ich gesucht. Angesichts der dubiosen Umstände, unter denen das Geständnis zustande kam, kann die RNK sie nicht. Normalerweise. Ich. Okay. Wie? Das möchte ich aber ganz gern nochmal machen. Den Bonus würde ich nämlich gerne mitnehmen. Speichern wir hier unten jetzt mal vorher ab. So. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, was ist? So, zack, zack, zack. Einschienenbahn, ja. So, ich versuche das noch mit dem Sprengstoff in den Einsatzplänen. Das habe ich befürchtet. Caesars Einflussbereich ist größer, als wir alle dachten. Wenn wir das nur schon früher gewusst hätten. Bevor er die Einschienenbahn erreichte. Trotz allem, diese Ermittlungen waren für uns äußerst wertvoll. Und sie verdienen es, dafür entschädigt zu werden. Die RNK weiß ihre Arbeit zu schätzen. Gibt es sonst noch etwas? Naja, 100 Kronkorken sind ein bisschen wenig, aber gut. Wiedersehen. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu Captain Curtis. Hoffen mal, dass er dann auch sehr zufrieden mit uns ist. Der war... Ach, der stimmt, war der oben? Ich glaube, der war hier oben. Ja. Nee, hier ist Gefängnis. Oh. Schade, da fehlt mir leider die Dietrich-Fähigkeit dafür. Okay, dann müssen wir doch nochmal unten uns umschauen. Captain Curtis, wo bist du? Ah. Huhu. Und? Ja, Sue hat es geschluckt, sie sollte aus dem Schneider sein. Perfekt, es ist besser gelaufen, als ich je gehofft hätte. Das wird sich für die Legion noch lange auszahlen. Ich war bei Sue, als die Bombe hochging. Er wird mich nie im Leben verdächtigen. Ich sorge dafür, dass Caesar persönlich von unserem heutigen Erfolg erfährt. Nehmen Sie das als Geschenk der RNK. Die werden das nicht vermissen. Okay, jetzt haben wir einen positiven Ruf bei Caesars Legion, haben einen Stufenaufstieg. Und, ja, was machen Sie hier? Offiziell bin ich Leiter der Kompanie Bravo, aber da General Oliver Bravo und die meisten Truppen hier stationiert hat, bin ich derzeit freigestellt.
Also unterstütze ich Colonel Shu bei der Logistik. Patrouillen, Nachschubwege, solche Sachen. Eine tolle Position, wenn man für die andere Seite arbeitet. Aber ich kann nur vorsichtige Sabotage durchführen, da ich sonst auffallen würde. Gut. Bis später. So, wir haben jetzt mal wieder Fertigkeitspunkte. Davon will ich... Ja, Schleichen war jetzt hoffentlich mal eine Ausnahme. Dann geben wir erstmal Dietrich noch ein paar rein und... So, haben wir noch irgendwas hier? Schleichen machen wir es mal auf 20. Haben wir überall schön runde Zahlen. Wohl, nee, das mache ich auf Überleben. So. Also mehr oder weniger. Gut, weiter. So, intensives Training werde ich jetzt auch mal wieder machen. Und zwar mache ich mal Glück nochmal hoch. Dass wir halt mehr... Oder Schleichen. Ich glaube, Beweglichkeit, so. Fertig. Gut. Damit hätten wir das abgeschlossen. Keine neue Aufgabe bekommen. Tja. Und ich schau mal gerade durch. Das da sind ja alles noch die... Ach, ich gehe mal zurück zur Legion. Mal gucken, ob ich da jetzt mittlerweile mit Waffen rumlaufen darf. So, einmal die Weltkarte. Und hier zum Vor. Auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre... Sie erhalten... Arbe. Okay, wir müssen immer noch unsere Waffen abgeben. Dann gehen wir mal zum Zelt und sagen dann noch Bescheid, wie es so gelaufen ist. Dass Captain Curtis jetzt erstmal wieder in Sicherheit ist und so weiter und so fort. Im Vor sind wir ja hier. Nicht das Tee vergessen, sonst hat das Ganze wieder eine ganz, wenn auch sehr unsinnige Bedeutung. Ja, ja. Immer noch keinen, der gegen mich antreten will. Was gibt es? So. Meistens. Nee. Ich glaube, dies mit der Arena haben wir jetzt abgeschlossen, soweit. Dann gehen wir mal hoch. Und schauen mal. So. Gab es noch etwas anderes zu besprechen? Da
haben wir doch schon. Martina meinte, dass sie ihre Informationen an Captain Curtis verkauft hat. Ich kenne den Captain gut. Die Zerstörung der RNK-Einschienenbahn war sein Werk. Sollte die RNK das erfahren, wäre natürlich vollkommen klar, wer es ihnen erzählt hat. Ach, okay, gut. Wale. Tja, ich schätze mal, das war's dann jetzt auch mit den, Ich hätte nicht gedacht, dass jemand einen RNK-Ranger in einem Duell besiegen könnte. Mit den Aufgaben von der... von der Legion. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich glaube, der hier, Mr. House mit den Robotern, das ist immer noch zu schwierig. Wage ich mich denn mal an die DLCs dran? Ich guck mal gerade, wie das mit der Mitternachtsschau war. Ich glaube, dafür stand irgendwie, man sollte irgendwie Level 10 oder Level 15 sein. Wir sind jetzt Level 14, das versuchen wir einfach mal. Ah. Gutes Timing. Der abgestürzte Satellit scheint die Quelle der seltsamen Übertragungen zu sein, die sie empfangen haben. Wird für erfahrene Kuriere empfohlen, Schuh 15 plus. Ja, gut. Sie haben so eine Ahnung, dass, obwohl sie nicht zur Mojave zurückkehren können, bis sie die Mysterien der großen Leere gelöst haben, es ihnen möglich sein wird, alles, was sie bei sich tragen, mitzunehmen. Okay. Dann schauen wir mal. In den Jahren vor dem Großen Krieg hatte Big Mountain die klügsten Köpfe der damaligen Zeit beherbergt. Visionäre Wissenschaftler wurden hierher geholt, um die größten technologischen Herausforderungen ihrer Ära zu bewältigen. Sie versuchten, eine neue, hochtechnologisierte Welt zu erschaffen, die allen Menschen ein besseres Leben ermöglichen sollte. Schallemitter, Weltraumlegierungen, DNA-Hybridisation, Kraftfelder, Autodoc-Fortschritte in der Hirn-, Herz- und Traumachirurgie. In den elektronischen Schmieden von Big Mountain nahmen die Hoffnungen und Träume eines Jahrhunderts Gestalt an. Im Zentrum der Forschungen stand die Kuppel. Eine riesige Felsanlage, in der Labore für jede dem Menschen bekannte Wissenschaft zu finden waren. Es war eine Denkfabrik, in der es keine unlösbaren Probleme, keine unbeantworteten Fragen mehr gab. Der Große Krieg brachte Big Mountain und seinen Wissenschaftlern eine neue Energie. Obwohl sie fern der Front waren, schlugen die Wissenschaftler ihre eigenen Schlachten auf der subatomaren Ebene. Gleichungen und Berechnungen marschierten endlos über Wandtafeln und Computerterminals. Es gab nur ein Ziel, den Krieg zu gewinnen. Jahrelang waren die Gehirne und Computer von Big Mountain erfüllt vom Kreuzfeuer der Flugbahnen, Waffenblaupausen und Nukleartheorien. Die Probleme wuchsen schneller als die Lösungen. Zunächst nur linear, dann aber exponentiell, wie der Krieg, eskalierten auch die Fragen. In der Nacht des 23. Oktober 2077 erhielten die Wissenschaftler eine Antwort
die all ihre Fragen verstummen ließ. Danach schliefen viele der stillen Experimente im Big Mountain ein. Und ihre Schöpfer siechten langsam in der neuen Welt, die entstanden war, dahin. Und der große Fels in der Mitte der großen Leere blieb lange Zeit unberührt. Erfüllt von zahllosen technologischen Wundern. Wunder, die letztlich doch nur nicht mehr als Antworten auf die falschen Fragen gewesen waren. So, wir haben jetzt eine Errungenschaft freigeschaltet. Wie ihr seht, ich habe die mittlerweile wieder aktiviert und einfach die, mich in Steam auf Offline gestellt oder auf Unsichtbar. Sie fühlen sich seltsam schwerer. Eine schnelle Inspektion ihres Körpers enthüllt verblasste Operationsnarben um ihren Kopf, ihre Brust und ihren Rücken. Ja. Wir scheinen jetzt wohl irgendwie ein Patient hier zu sein, oder... weiß nicht. Na gut, das sehen wir uns aber in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich mache hier mal einen Schnitt. Hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao, ciao!